Ich wollte heute mal zwei, drei Worte über den aktuellen Stand der Kassel vom Nomin-TV berichten. Weniger aus finanzieller Sicht, sondern mehr so aus technischer Sicht. Vor, ich glaube, so drei Jahren, vielleicht ist das auch länger her, hat sich jemand, Axel war das damals, mal überlegt, dass es eigentlich ganz cool wäre, wenn wir irgendeine Form von bargeldloser Zahlung haben. Momentan zahlen wir unsere Getränke, alle, indem wir pro Getränk einen Euro hier vorne in die Kasse schmeißen und müssen irgendwie ganz nett mal so ein Übersichtsheftchen über, habe ich eigentlich schon 1 Euro reingeschmissen, ich habe jetzt mal 5 Euro reingeschmissen, wie viel Geld ist da jetzt eigentlich noch da und so weiter und so fort. Und die Umsetzung davon war oder ist immer noch folgendermaßen gedacht. Es gibt an Hardware einen so einen NFC-Reader, der sieht so aus, und ein kleines LCD-Display, das sieht so aus. An diesem NFC-Reader kann man beliebige Karten, die das Ding lesen kann, registrieren, auf seinen eigenen Account quasi. Und jedes Mal, wenn man dann was trinken möchte, läuft man nach vorne, hält seine Karte dran und dann sagt einem das Display, entweder, ah cool, hat funktioniert, du hast noch, keine Ahnung, 3 Euro, oder es sagt einem, ja, nee, du hast leider kein Geld mehr. Und wenn man kein Geld mehr hat, dann schmeißt man Geld in diese Kasse, geht in das Webinterface und lädt sein Konto wieder auf. Das ist so die theoretische Idee. Ich demonstriere mal kurz, was davon existiert. Das hier ist das Webinterface und das existiert. Wow! So, ich kann mich da auch anmelden. Das funktioniert auch. Also, wir sehen hier. Was ist das Passwort? Aha. Bist du sicher? Ziemlich. Ist auch egal, es sind Testdaten, das funktioniert schon. So, und wir sehen, okay, da existiert so eine Übersicht, mit wie viel Geld habe ich eigentlich gerade, welche Karten habe ich eigentlich gerade registriert und das sind so die letzten Transaktionen, die ich gemacht habe. Und ich glaube, ich habe meinen Studieausweis auf diesem Account registriert. Das heißt, ihr könnt jetzt alle hier lustig nach vorne gucken und wir hoffen, dass diese Live-Demo funktioniert. Ne? Hier LCD-Display, ich touch das und es funktioniert. Es zeigt irgendwas an. Schade, vorbei. Und wenn wir jetzt reloaden, dann sehen wir rechts oben, okay, da ist jetzt eine weitere Transaktion dazugekommen. Also du könntest das schon mal nochmal demonstrieren. Das machen wir auch nochmal demonstrieren. Das machen wir noch zweimal. Okay, Achtung. Swipe. Hat das funktioniert? Hat irgendwas getan? Ja, wir reloaden mal. Definitiv zu kurz. 1, 2, 3, 4, 5, sehr gut. Nochmal. Jetzt ist rot. Oh. Okay, das scheint also schon zu funktionieren, dass man das irgendwie ist, drauf liegen lässt. Minus geht. Dann, wenn man es drauf liegen lässt, dann. Ich glaube, irgendwann hört das auf, rot zu sein und dann riecht das da. Okay. So, es gibt also einige Dinge. Ja. So, das Projekt ist also soweit in der Theorie funktional. In der Praxis würde ich jetzt gerne Geld aufladen, aber das geht nicht, weil dieser Aufladen-Button keine Funktion hat. Ich würde mir gerne mehr Transaktionen anzeigen lassen, aber das geht nicht, weil dieser Mehr-Button keine Funktion hat. Ich würde gerne die Bezeichnung für meine Karten ändern, aber das geht nicht, weil hier noch kein Editieren-Button ist. Ich würde gerne eine Karte hinzufügen, das geht auch schon fast. Ich kann in der Theorie jetzt hier eine Beschreibung eingeben und dann irgendeine Karte swipen. Und wenn ich das tue, dann sagt er mir auch schon, dass die Karte schon in Benutzung ist, aber ich kriege keine Karte da angezeigt, die geswiped wurde. Und ich glaube, wenn man auf Karte geswiped drückt, dann passiert auch nichts. Ah ja doch, man kommt in das Posting, aber es gibt noch keinen Post-Response gegen sie, deswegen funktioniert da nichts. Aber immerhin, was ganz nett ist, ist, man kann sich irgendwie ausdrücken. So, das ist, was alles existiert. Hui. Und ich finde, das ist ein ganz guter Anfang. Kommen wir jetzt zu dem Punkt, warum ich diese Glaubensspiele schon erhalte. Ich fände es cool, wenn diese Kasse mehr zu einem Projekt des Vereins werden würde, weil momentan ist sie ein Projekt von Axel und dann habe ich auch mal was angekodet. Und das letzte Mal, dass diese Codebasis angefasst wurde, war irgendwann Mitte 2017 und der letzte offizielle Commit ist, glaube ich, von Mitte 2016. Das Ganze liegt nämlich offensichtlich auf GitHub. github.com/mv/kasse oder so. Genau. Oh ja, jetzt kommt es tatsächlich vom Dezember 2016 und vielleicht war das auch in Progress. Genau. Das ganze Projekt, wie man hier sehen kann, ist im Wesentlichen in Go geschrieben. Ich habe mir das neulich nochmal angeguckt, da passiert eigentlich echt wenig, echt funky shit. Sondern es ist eigentlich ziemlich plain und Standard Go. Und Go ist eigentlich, aus meiner Sicht zumindest, eine relativ lesbare Sprache und auch gar nicht so kompliziert. Das heißt, die Ausrede, ich würde gerne mithelfen, aber ich kann kein Go, die zählt nicht, weil ich kann nämlich genauso viel Go, nämlich nichts.
Also beziehungsweise das letzte Mal, als ich Go geschrieben habe, ist halt irgendwie 2 Jahre her und davor, ich kann mein Hello World, aber das kann man auch, wenn man sich 5 Minuten mal Logo angeguckt hat, dann merkt man sich einfach zurecht. Das Frontend selber ist mit Material Design Light gebastelt, das ist dieses funky Zeug von Google, das alles so aussieht, als ob es irgendwie Papier wäre und so Karten drauf und so. Das ist eigentlich ganz gut dokumentiert auf getmdl.io, glaube ich. Getmdl.io? Ja, tatsächlich. Und die Dokumentation ist ganz gut, aber mehr als die Dokumentation wissen kann ich auch nicht. Das heißt, die Antwort, ich kann natürlich Design nicht und deswegen kann ich nicht mithelfen, gilt auch nicht. Weil sonst kannst du nämlich auch keiner. Das ist Nummer 2. Und Nummer 3, hin und wieder passiert ein bisschen JavaScript, aber alle Leute, die schon mal ein bisschen CSS, alle Leute, die schon mal CSS oder JavaScript geschrieben haben, wissen, dass das im Wesentlichen auch so funktioniert, dass man irgendwie rät, was richtig sein könnte. Und das macht man 2 Stunden lang und dann funktioniert es vielleicht oder auch nicht, wer weiß schon. Und ansonsten gibt es Stack Overflow. Also long story short, ich finde es cool, wenn Leute sich finden würden, die sagen, hey, ich habe Lust da irgendwie mitzuarbeiten, lass doch mal gemeinsam gucken, wie wir irgendwie in zum Beispiel den, Moment, ich glaube, ich nochmal ein, in den Aufladen-Button-Funktion reinbekommen oder wie wir irgendwie dafür sorgen, dass der dass das Add-Card-Formular auch tatsächlich einen Backend kriegt, das irgendwas tut. Oder wie wir dafür sorgen, dass, keine Ahnung, dieser Mehr-Button in letzten Transaktionen funktioniert und so weiter und so fort. Das sind alles, glaube ich, keine super schwierigen Aufgaben und ich setze mich da auch gerne mit Leuten hin und dann hacken wir da zusammen dran. Das ist überhaupt kein Problem und ich bin mir sehr sicher, dass wir auch viele Leute im Channel haben, die auf die Frage, hey, guck mal hier, wir haben folgendes Problem, wie löst man das denn? Oder auf die Frage, hey, guck mal hier, wir haben irgendwie Go-Code geschrieben, aber keine Ahnung, kann den bitte jemand reviewen? Die mehr als glücklich wären, da zu helfen oder den Code zu reviewen oder sonst auf Fragen zu antworten. Aber solange, das heißt, die Hilfe ist eigentlich da und Leute, die sagen, okay, wenn du was machst, wenn du dich da hinsetzt und Dinge tun willst, dann helfen wir dir, wo wir können. Das ist aus meiner Sicht auf jeden Fall gegeben. Das müsste man es bloß noch tun. Wie gesagt, kommt gerne auf mich zu. Ich werde die Hardware auch ab sofort beim Treff lassen, glaube ich, weil das keinen Sinn mehr hat, oder keinen nicht wirklich Sinn, dann bin ich die Mitschleife. Wobei, vielleicht nehme ich dann auch mal mit nach Hause, damit ich sie irgendwie in 1,5 Wochen zu einer Handy mitbringen kann. Aber dann liegt sie hier rum und man kann sie nutzen. Die Installation ist auch nicht so super kompliziert. Man braucht irgendwie im Wesentlichen so 3 Pakete. Da steht hier und dann lässt man das laufen und wenn man Probleme läuft, dann fragt man Leute, ob sie die gleichen Probleme gelaufen sind und dann fixt man diese Probleme gerne auch wieder zusammen. Und ansonsten funktioniert die Hardware im Wesentlichen einfach über Plug and Play und die Software über man baut es und dann startet man es und dann funktioniert es. So, genau, das ist zum aktuellen Stand der Kasse. Was sind eure Fragen? Jo. Nicht unbedingt, weil wenn jemand bezahlen will, hat er schon eine Karte registriert und dann kann das Ding sagen, habe ich nicht gefunden, deswegen bitte warte, bis die Person ihre Karte geswiped hat und das sollte funktionieren. In der Theorie. Ne? Also so aus computational Sicht könnte das funktionieren. Hast du kein Bildschirm für das Ding? Doch, da ist nämlich ein Bildschirm dran, ist das, was dieses LCD-Display tut. Ich weiß bis jetzt nur von diesem Bildschirm. Aber wie gesagt, das Ganze ist so ein Projekt, wenn Leute Lust haben, da Zeit reinzustecken und Energie reinzustecken und dafür gerne Hardware hätten, bin ich auch relativ davon überzeugt, dass der Verein sagt, kein Problem, was auch immer du gerne hättest, hier, die 30 Euro haben wir, die stecken wir da rein. Momentan passiert es bloß nicht. Weitere Fragen. Warum kann ich damit keine Pizza bezahlen? Das ganze Projekt ist offensichtlich sehr unfertig. Wenn du damit irgendwann eine Pizza bezahlen möchtest, dann musst du da mal mit dem Vorstand drüber reden. Aber vermutlich wird das anders kommen. Und drittens, was hält mich denn davon ab? Also im Prinzip ist das ja nur ein Counter für mich und zum Zählen. Korrekt. Also das ist weder betrugssicher noch sonst ist einfach so. Ja, Geld, das da drin ist, ist für bezahlte Getränke bezahlt. Ja. Du nimmst auch kein Geld mehr raus. Genau. Das ist alles verbunden. Genau, wie du richtig festgestellt hast, funktioniert diese Kasse, so wie unser aktuelles Bezahlsystem momentan schon, völlig auf Vertrauensbasis. Und diese Kasse hier dient mehr so für einen selber, so auch zur Kontrolle. Ich meine,
Interaktion angezeigt. Da ist ganz einmal um zu gucken, wie viel habe ich eigentlich so getrunken. Heute am 30.08. wohl irgendwie schon viel, dafür aber vor einer Woche gar nichts. Und es ist einfach dazu da, um das Ganze für uns ein bisschen bequemer zu machen. Ne? So, ich schmeiße einmal irgendwie 20 Euro rein dann registriere ich alle Karten, von denen ich Lust habe, sie zu registrieren, bei dem Ding. Und wie gesagt, alle Karten, die das erlesen kann, kann man registrieren. Ja, weißt du, was eigentlich herkommt? Nämlich, dass Leute auf den Laptops so eine eigene Kasse in so einem Shell-Skript haben, wie bei mir ist es für ein Shell-Skript, und da halt auch 20 Euro reinwerfen, wenn die Computer weiter drücken. Das ist nur eine verallgemeinerte Regel. Genau, aber ich dachte mir schon, eigentlich kann ich ja die Hardware sparen. Aber man kann es auch einfacher machen, nimmt einfach ein Tablet und spielt die Software auf, die zwei Effektorsverhältnisse haben, das funktioniert nicht. Man kann eine andere Lösung finden. Aus meiner Sicht ist diese Lösung deswegen ganz schön, wenn man A, einen physischen Bezahlvorgang hat und weil ich dieses Karteaufhalten eigentlich auch ganz cool finde und wenn man halt B, beliebig viele Karten registrieren kann, was für mich einfach irgendwie, ich finde es ein nettes Feature, ich finde es eine nette Spielerei, ich finde es eigentlich ein ganz nettes Projekt. Jetzt müsste man bloß ein bisschen Motivation und ein bisschen Zeit finden, um da Dinge zu tun und dann funktioniert es irgendwann und dann kann man es nutzen. Ich weiß es jetzt, oder? Die Software läuft momentan bei mir lokal. Wenn das irgendwann in einem Zustand ist, in dem man sagen würde, okay, jetzt kann man die meisten Features, die man so braucht, auch tatsächlich nutzen, dann würde ich auf die Person, die aktuell Puta betreuen, zukommen und sagen, hallo, können wir das bitte auf Puta laufen lassen? Und warte, ich gucke mal eben. Ja, da sind noch zwei USB-Slots frei. Das funktioniert. Und wenn man dann noch lustig ist, kann man irgendwie für den Reader und das Ding noch ein schickes Case bauen. Mit so ein bisschen Holz. Vielleicht war das mal angedacht, aber ich fände das eigentlich ganz cool, wenn das auf Puta laufen würde. Sollte eigentlich kein Problem sein. Weitere Fragen? Kann es auch Kontoauszüge als PDF erstellen? Ich sag mal ja. Du kannst in deinem Browser sicher auf, wo ist das hier, auf Print klicken, guck mal da, genau, und dann sagst du Print to File, und dann gibst du hier Kontoauszug-2018-Test2 an, und dann drückst du auf Print und dann hast du einen Kontoauszug. Das sieht aber noch nicht offiziell aus. Wenn du ihn offiziell anschaust, dann kannst du... dann kannst du zu Johannes gehen, der macht dann seinen Stempel auf. So. Ab und zu fahren. Was? Das würde die Leute dann interessieren, so 1 Euro Betrag in Arm zu legen. Also wie gesagt, das ist mehr so für uns, ich glaube, komm, das ist ein bisschen. Aber wir haben da Kosten verschieden. Genau, ich glaube, von meiner Seite ist alles gesagt. Was ich so sagen wollte, wie gesagt, kommt da gerne auf mich zu oder läuft einfach nur vorbei und schnappt euch die Hardware und dann fasst damit. Ja, genau. Also mein Plan war, sie auf die MM-CD mitzubringen und hoffentlich findet man dann irgendwie Leute und Motivation, um das mal in einen laufenden Zustand zu bringen. Und da funktioniert das. Was ist die Frage? Was ist der Plan für dieses Ding? Da brauchst du jetzt noch Leute für. Für dieses Ding? Für den Test? Jetzt sollte man ja nicht in den Kontakt gekommen, weil der Kontakt gekommen ist bei Hardware gar nicht so geil. Ja, aber also bis jetzt, es hat irgendwie, es waren manche Reisen in meinem Rucksack in dieser Tupperdose überlebt. Und wie gesagt, sobald das in einem Zustand ist, in dem man es tatsächlich nutzen könnte, also sobald irgendwie so noch 3, 4, 5 Funktionen, die man so braucht, implementiert sind und es ein bisschen getestet wurde, wiederum, ja, kann man da auf jeden Fall ein Case für bauen. Alternativ nimmt man diese Tupperware und schneidet 2 Löcher rein oder wieder drauf. Kann man vielleicht ein Case für das? Oder jemand jetzt mal eben macht einmal die Kasten, sondern bei dem Programm, dann wird man nicht das bei dir auch empfehlen. Wie gesagt, das ist alles so eine Frage von, wer ist motiviert und wer hat Lust, und dann stehen dem, glaube ich, echt wenig im Weg.